Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich freue mich, dass ich heute wieder hier bei euch sein darf. Und dieses Lied, ich habe es gerade schon zu Jörg gesagt, ist ein ganz besonderes Lied und passt heute auch perfekt zu dem Thema. Es wird heute um das Thema Zeit gehen. Und Jörg hat mir erzählt, dass ihr in den letzten Wochen auch ganz interessante Themen hattet, gerade in Bezug auf die Zeit, in der wir leben, Bereitschaft und mich hat in letzter Zeit ein Psalm sehr beschäftigt und der hat mich in meinem Leben schon immer beschäftigt und das ist der Psalm 90 und ich möchte zu Beginn mit euch diesen Psalm lesen bis Vers 12 und dann gemeinsam mit euch darüber nachdenken. Also lasst uns Psalm 90 aufschlagen. Dann lese ich einmal von 1 bis 12. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir, wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Soweit zu Psalm 90. Vielleicht einmal den Zusammenhang, worum es hier geht oder was auch sehr interessant ist, wer diesen Psalm geschrieben hat. Bei mir steht, ich weiß nicht, wie es bei euch in den Bibeln ist, steht als Überschrift ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Ist schon interessant, oder, dass wir einen Psalm haben, der von Mose geschrieben ist und das ist ein Gebet von ihm. Finde ich total klasse. Und wisst ihr, was so interessant ist, wenn wir uns jetzt überlegen, in welcher Zeit Mose und in welcher Situation Mose wahrscheinlich dieses Gebet gesprochen hat, dann fällt uns die Wüstenwanderung ein. Und viele von euch kennen die Geschichte, Gott rettet sein Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Er führt das auf wunderbare Art und Weise durch das Meer. Ja, also ihr kennt das von den Zeichentrickfilmen auch von früher. Ja, diese Wasserberge türmen sich auf und das Volk Israel zieht trockenen Fußes mit Gottes Hilfe durch das Meer. Dann kommt der Pharao mit seiner Armee hinterher und dann knallt das Wasser wieder zusammen und ja, das Volk Israel kommt am anderen Ufer an und tanzt im Reigen voller Freude und preist den Herrn. Ja? Und wir sehen, wie dann das Volk Israel durch die Wüste zieht und verschiedene Dinge passieren. Ja? Mose werden die 10 Gebote gegeben auf dem Berg Sinai. Das Volk fällt ab und macht sich ein goldenes Kalb. Und dann sehen wir immer wieder, wie das Volk Israel irgendwie von Gott abfällt und es kommt zurück und hin und her. Und wir sehen das eigentlich durch das ganze Alte Testament tatsächlich. Und was dann sehr interessant ist, sie sind ja auf dem Weg zu diesem verheißenen Land, zum Land Kanaan. Und kurz bevor sie tatsächlich in diesem Land sind, sind wir in 4. Mose 13. Und in diesem Kontext kann ich mir sehr gut vorstellen, spielt so ein bisschen auch das Gebet von Mose. In 4. Mose 13 spricht der Herr zu Mose: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Also Gott sagt zu Mose, mach von jedem Stamm, von den 12 Stämmen, mach einen Fürsten bereit, ja, und schick diese aus als Kundschafter in das Land Kanaan. Die sollen das Land auskundschaften, was gibt es da so für Länder, was gibt es da für Menschen, und bringt Früchte mit. Ja, und jeder hat von euch schon mal diese Geschichte gehört, wo diese riesen Weintraube mitgebracht wird. Ja, man sieht das heute bei den Juden noch, die feiern das, dann verkleiden die sich und haben immer so eine riesen Weintraube auf dem Rücken. Ja, das ist ganz interessant. Und das war diese Zeit, wo Gott gesagt hat, geht los, kundschaftet das Land aus. Ja.
Und wir sehen, wie diese 12 Kundschafter dann zurückkommen und wie sie sagen, das ist wirklich das Land, wo Milch und Honig fließt. Ja? Es ist wirklich ein wunderbares Land. Aber die Leute, die dort leben, in ihren Augen sind wir wie kleine Heuschrecken. Und wir sind sogar in unseren Augen wie Heuschrecken im Gegensatz zu ihnen. Ja, das lesen wir am Ende von Kapitel 13. Und dann gibt es von diesen 12 Kundschaftern 10 Stück, die dann dieses Land in Verruf bringen wollen. Also sie sagen, nein, wir können das nicht machen, nein. Und wir sehen dann zum Beispiel den Kaleb in Vers 30, der beschwichtigt das Volk und er sagt, lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen, dieses Volk. Ja? Weil Kaleb ist sich bewusst, dass es nur mit dem Herrn geht und dass der Herr bei ihnen ist. Und dann geht es weiter in dem nächsten Kapitel und dann sehen wir, wie das Volk sich auflehnt. Ja? Und wie wieder dieser Spruch kommt, den wir öfter dann von dem Volk Israel auch gehört haben. Warum hast du uns nicht in Ägypten gelassen? Warum lässt du uns hier in der Wüste verrecken und verhungern? Warum hast du uns nicht direkt da gelassen? Ja? In der Knechtschaft. Und das Volk will sogar Mose steinigen, Aaron steinigen und so weiter. Und Gott sagt irgendwann so, jetzt reicht's mir. Und Mose spricht mit Gott und ringt mit Gott. Und wir sehen dann in Vers 22 im Kapitel 14, wie Gott sagt, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Und dann nochmal ein paar Verse weiter, ab 29, da heißt es, eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen und alle eure Gemusterten die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, keiner von euch soll in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, um euch darin wohnen zu lassen, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes und Josua, der Sohn Nuns. Und ich glaube ganz fest, dass das die Situation ist, die jetzt danach kommt, wo Mose dieses Gebet spricht. Nicht vielleicht direkt im Anschluss, aber wisst ihr, von jetzt an sagt Gott zu dem Volk, kehrt um und wandert durch die Wüste. Und das Volk Israel muss so lange in der Wüste unterwegs sein, bis diese Generation komplett gestorben ist. Diese Generation, die gemurrt hat. Und jetzt stellt euch das mal vor, Mose, der so kurz davor war, was der alles mitgemacht hat, überlegt euch das mal, ja? Der ist jetzt mit diesem Volk unterwegs in der Wüste und jeden Tag wird er wach. Und es kommt jemand und sagt, es sind wieder 50 Leute gestorben, heute sind wieder 35 Leute gestorben, heute sind 100 Leute gestorben. Und alles, was Mose sieht, ist Nichtigkeit, Sinnlosigkeit und den Tod. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass er jetzt in dieser Situation irgendwann einfach nicht mehr kann und ins Zelt geht und betet, ja? Und dieses Gebet hier spricht. Alles, was Mose mitbekommt, ist eigentlich Sinnlosigkeit und Tod, ja? Und wir schauen uns dieses Gebet an, wenn wir jetzt im Psalm 90 wieder zurückgehen oder vorgehen, Psalm 90. Und jetzt sehen wir hier einen ganz interessanten Aufbau. Ich habe ja bewusst die Verse 1 bis 12 genommen. Am Anfang beschäftigt sich Mose womit? Mit Gottes Ewigkeit. Das ist interessant, oder? Mose, und da bin ich mir ganz sicher, er findet Trost und Erleichterung in Gottes Ewiglichkeit. Er findet Erleichterung darin. Und das ist wirklich eine Erleichterung, oder? Wenn man weiß, Gott ist ewig. Er betont sie, also wir lesen hier in Vers 2, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Und ihr kennt das, wenn man mit Atheisten zum Beispiel spricht und dann wird oft gesagt, ja, glaubst du, dass Gott alles gemacht hat? Ja, glaube ich. Das sagt die Bibel. Und ja, aber wer hat denn dann Gott gemacht? Die Frage kommt oft und ich nehme das gar nicht übel, ja, aber es ist halt interessant, weil wenn Gott alles geschaffen hat, was geschaffen wurde, dann kann Gott nicht geschaffen sein. Und wir lesen in der Bibel, Gott ist ewig, ja, das heißt, Gott ist unabhängig von Raum, von Zeit, von Materie. Er muss da drüber stehen. Das Schöne ist, in Christus kam er trotzdem in Raum, Zeit und Materie durch seine Gnade. Wir sehen also, Gott ist frei von Bindung an Zeit. Und wenn wir Psalm 102 mal aufschlagen, ein paar Psalmen weiter, dann gibt es dort die Verse 26 und 27 und dort steht Folgendes. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden.
Also Gott ist ewig. Das ist wunderbar. Und dieser Gott, lesen wir im Psalm 90, und das sagt er ganz am Anfang der Mose, ist seine Zuflucht. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Mose sagt, egal welche Generation, du bist unsere Zuflucht. Auch in 100 Jahren wirst du unsere Zuflucht sein. Und bei unseren Urvätern warst du die Zuflucht. Und auch im Jahr 2020 ist Gott unsere Zuflucht. Und das ist so schön zu sehen. Also Mose beschäftigt sich erstmal mit der Ewiglichkeit von Gott und findet Trost darin. Und dann geht er über zu der Sterblichkeit des Menschen in den nächsten Versen. Und die Sterblichkeit des Menschen ist ein sehr unangenehmes Thema für uns Menschen. Besonders für Menschen, die nicht gläubig sind, ist das ganz unangenehm. Sprecht mal mit jemandem, der in der Blüte seines Lebens ist, über den Tod, über dass wir Menschen irgendwann mal gehen müssen. Was denkst du, wird passieren, wenn du diese Erde verlässt? Das ist ein Thema, das wird in unserer Gesellschaft ganz besonders verdrängt. Wir lesen in Vers 3, wie Mose sagt, du, also Gott, lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und du sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Das heißt, Gott hat unsere Zeit abgesteckt für jeden Menschen. Dann geht's los und dann gehst du von dieser Erde. Dann wirst du geboren und dann wirst du sterben. Gott hat die Zeit ganz klar abgesteckt. Er lässt den Menschen zurückkehren zum Staub. Und Gott bestimmt tatsächlich, wann wir leben und wann wir sterben. Und ich habe euch heute eine Grafik mitgebracht und dieser Vers 12, hier steht, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. In der Luther-Übersetzung heißt es auch, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aber unsere Tage richtig zählen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man das am besten machen? Und ich bin tatsächlich auf eine Grafik gestoßen vor einer Woche, die hat mich ein bisschen schockiert, weil es echt möglich ist, ja. So, ich hoffe, das erkennt man von überall. Das hier, also das, jedes Kästchen, was ihr hier seht, steht für eine Woche in unserem Leben, okay? Es geht von links 0 Jahre bis rechts 90 Jahre beispielsweise. Ich habe jetzt mal 90 als Beispiel genommen. Und von oben nach unten 52 Wochen, jedes Jahr 52 Wochen. Guckt euch das mal an. Schockierend, oder? Man kann die Kästchen zählen. Das hier sind 90 Jahre Menschenleben. Von 0 bis 90. Jedes Kästchen ist eine Woche in unserem Leben. Und die Bibel sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und wir erkennen, wenn wir das jetzt sehen, wie unfassbar wenig Zeit wir auf dieser Erde haben. Selbst wenn du 90 Jahre alt wirst. So wenig Zeit haben wir auf dieser Erde. Und ich will euch nicht enttäuschen, aber wir müssen das tatsächlich noch ein bisschen frisieren hier. Weil ich würde mal sagen, im Schnitt sind wir alle über 20, oder? Also bleibt noch so viel. Weil das ist ja, das habt ihr schon erlebt, mindestens, ja, diese 20 Jahre. Das heißt, wir haben nur noch so viel auf dieser Erde. Und ich habe mich mal erkundigt, wie ist so das Sterbealter im Schnitt in Deutschland. Bei Männern so 78,3 und bei Frauen, ich glaube, 83,5. Also ihr Frauen habt da noch mal, lebt da in der Regel länger. Und ich habe jetzt einfach mal, ich bin davon ausgegangen, dass wir im Schnitt eher so um die 80 werden. Dann nehmen wir mal vorne noch was weg. Und schaut mal, wie eng das mittlerweile wird, ne? Hier, das ist der Bereich, den wir noch haben. Und ich muss euch leider weiter enttäuschen, weil es geht ja darum, wie viel Zeit wir wirklich bewusst haben. Und wir verbringen ein Drittel unseres Lebens mit Schlaf. Meine kleine Tochter, die da hinten im Raum ist mit meiner Frau, die schläft jetzt noch mal 11, 12 Stunden am Tag, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank für uns auch. Und wenn man dann so in unserem Alter ist, dann man muss arbeiten, dann schläft man so 7 bis 9 Stunden, wenn es gut läuft. Und manchmal, wenn man älter ist, schläft man dann weniger, man braucht weniger Schlaf. Ist aber auch nicht gleich immer. Aber ich habe so mal gedacht, im Schnitt so 8 Stunden, ne, über das ganze Leben. Das heißt, ein Drittel von dem, was wir haben, verschlafen wir. Jetzt wird es eng, ne? Guck mal,
Das ist alles, was wir noch haben als 20-Jährige. Und dann einfach noch eine Sache, weil wir gerade eh schon dabei sind. Wir müssen ja auch arbeiten, ne? 35 Stunden Arbeitswoche im Schnitt, als 20-Jähriger noch 47 Jahre. Dann geht das auch noch weg. So, wenn du heute 20 Jahre alt bist, ne? Dann ist das deine Zeit, die du frei nutzen kannst. Ich habe da jetzt noch gar nicht mit eingerechnet, wenn du mal Kinder kriegst, das ist ja freie Zeit, das ist schöne Zeit, aber einfach nur mal wirklich freie Zeit, die du verwenden kannst, wie du das möchtest. Und da ist gar nicht Zähneputzen mit drin, da ist gar nicht diese ganzen Kleinigkeiten, die sich ja aufstauen über 90 Jahre, ja? Und das sieht wirklich wenig aus, oder? Aber das ist es, das ist wirklich, wenn du 20 bis 90, bis 80 rechnest, das ist die Zeit. Ja, und das hat mich sehr schockiert, aber es hat mir drei Dinge gezeigt. Das erste ist, das Leben ist wirklich sehr, sehr kurz. Selbst wenn du ein überdurchschnittlich langes Leben hast, das Leben ist unfassbar kurz. Und was auch so einleuchtend ist, finde ich, wenn man diese Grafik sieht, wie kostbar Zeit ist. Ich finde, wenn man diese Grafik sieht, dann hinterfragt man noch mal viel mehr, was mache ich mit der Zeit, die ich von Gott bekommen habe? Weil Zeit kannst du nicht zurückholen. Du kannst so viel Geld haben, du kannst der reichste Mensch dieser Welt sein. Du kannst Zeit nicht kaufen und zurückholen. Keine Chance. Steve Jobs, der ehemalige Chef von Apple, der ja einer der reichsten Männer der Welt war wahrscheinlich, der hat, glaube ich, Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen. Sehr fiese Art von Krebs. Und der hatte so viel Geld, er konnte nichts machen gegen seinen Tod. Er ist sehr früh gestorben. Wisst ihr, und das zeigt mir, wir Menschen können Zeit nicht kaufen und wir können auch Zeit nicht zurückholen. Du kannst deine Jugend nicht zurückholen. Auch ganz wichtig, wenn du in der Jugend schon gläubig bist, mach dir bewusst, das ist ein Segen und das ist ein Geschenk. Du kannst diese Zeit nicht zurückholen. Wenn du fit bist und wenn du stark bist, ja, und wenn du dann dem Herrn nachfolgst, dann will der Herr auch, dass du das gebrauchst für ihn. Und das Dritte, was mir klar geworden ist, wir gehen alle unweigerlich, und das vereint uns Menschen, auf diese rote Linie zu, je nachdem, wo sie dann auch steht am Ende. Ja. Ich wünsche mir natürlich für alle, die hier sitzen und für mich, dass wir gesund auch mehr Jahre machen. Ja. Aber das liegt in Gottes Hand. Ne, das liegt nicht in unserer Hand. Und wenn ich diese Grafik dann sehe, und ich glaube, viele Menschen, die darüber nachdenken, stellen sich natürlich die Frage, wieso gibt es dieses Ende überhaupt? Ja, wieso muss das so sein? Und das ist die wichtigste Frage, die wir Menschen uns stellen können. Die absolut wichtigste Frage. Ich habe ein Interview gesehen von Arnold Schwarzenegger. Manche von euch kennen ihn, ist ein Österreicher, war Gouverneur in Kalifornien und Schauspieler in den 80er, 90er Jahren ganz bekannt und war Bodybuilder. Ja? Er war ein richtig starker Mann. Riesig und riesige Muskelberge und was weiß ich. Der hat letztens ein Interview gehabt, der ist mittlerweile 73 Jahre alt. Und in diesem Interview kamen sie auf das Thema Leben und Tod. Und das war so krass. Er hat wirklich gesagt, es macht mich so traurig zu wissen, dass wir sterben müssen und ich wünschte mir, wir könnten ewig leben. Und ich sitze vorm Bildschirm und ich denke mir, Arnold, Mann, guck doch mal in die Bibel, bitte, guck doch einmal in die Bibel. Und dann sagt er, ich wünschte, mit seinem österreichischen Akzent auf Englisch, ich wünschte, wir könnten ewig leben. Und ich denke mir nur, Mann, also einfach nur krass. Ja, und er ist auch stinkreich. Ne? Aber wir haben alle dieses eine Problem am Ende, diese rote Linie. Ja? Und egal, wie stark ein Mensch ist, und wie Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, der immer noch ziemlich fit ist für seine 73 Jahre, im Psalm 39 lesen wir was dazu. Psalm 39, Verse 5 bis 6. Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Das ist so ein bisschen ähnlich wie der Vers 12, ne, aus Psalm 90. Lass mich das erkennen, weil das ist gut für mich. Und dann Vers 6. Siehe, nur handbreitenlang hast du meine Tage gemacht und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist ein Hauch. Gott sagt, egal wie fest du stehst, egal wie stark du bist, egal wie reich du bist, egal wie erfolgreich du bist am Ende nur ein Hauch. Wir sind ein Hauch. Ja? Und das, sagt die Bibel uns, das tut uns gut, das zu erkennen.
Es ist nicht so, wie die Welt sagt, nein, nein, vergiss diese Gedanken, du bist ganz toll und die ganze Welt dreht sich um dich. Nein, Moment, wir sind ein Hauch. Und das ist richtig gut, wenn wir das erkennen. Wenn wir die Verse, wenn wir in den Psalm 90 zurückgehen und uns die Frage stellen, finden wir eine Antwort, warum es diese rote Linie gibt, dann können wir tatsächlich suchen in den Versen 6 bis 9. Entschuldigung, 7 bis 9. Da steht, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich gestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Und wisst ihr, wenn wir jetzt den Kontext von der Wüste nehmen, dann ist uns klar, warum. Ja? Also das Volk Israel war ungehorsam Gott gegenüber. Der Zorn Gottes lag auf dem Volk. Und jeden Tag waren sie konfrontiert mit diesem Zorn, weil sie durften nicht in das Land. Okay, sie mussten zum Sterben in der Wüste bleiben. Aber ich möchte das mal ganz bewusst anwenden, auch auf dem Menschen heutzutage liegt erstmal der Zorn Gottes. Und ich weiß, das ist eine sehr unpopuläre Meinung in der Welt heute, aber uns interessiert ja nicht die Meinung der Welt, uns interessiert, was die Bibel sagt. Und wenn ich Johannes 3 aufschlage im Neuen Testament, dann gibt es dort einen Vers ganz am Ende, und zwar den Vers 36. Und der gibt uns Aufschluss darüber, wie es denn mit dem Zorn Gottes aussieht. Schaut mal, hier steht in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Halleluja, preist den Herrn. Wer aber den Sohn nicht glaubt, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Und jetzt kommt's, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und wisst ihr, das interessanteste Wort in diesem Vers für mich ist bleibt. Weil wir sind ja so gepolt irgendwie, dass irgendwie, ja, Moment, wir haben ja erstmal alle den Himmel verdient, ja, einfach weil wir Mensch sind. Und Gott sagt, der Zorn Gottes bleibt auf dir, wenn du Jesus nicht hast. Und das heißt, der Zorn Gottes ist schon da. Das heißt, in der Wüste war das Volk Israel wegen Ungehorsam, und Ungehorsam gegen Gott ist nichts anderes als Sünde. Und der Mensch heute im Jahr 2020 ist genauso, auf ihm liegt genauso der Zorn Gottes, und zwar wegen der Sünde, wegen Ungehorsam gegenüber Gott. Das ist kein Unterschied. Wir sehen das auch in 1. Mose 3. Gott sagt zu Adam und Eva, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dürft ihr nicht essen. Und das Problem, ich sage das immer wieder, das Problem ist nicht die Frucht, die da hang. In der Frucht war nicht die Kraft, irgendwie, wenn du reinbeißt, dass dann irgendwie so ein Gift in dich reinkommt. Und das heißt dann Sünde. Nein, sondern das Problem war schon der Ungehorsam, der im Kopf begann. Also als sich Adam und Eva auf dem Weg zum Baum gemacht haben, da war es schon zu spät. Da ging der Ungehorsam schon los, die Sünde gegen Gott. Und genauso ist es heute bei uns. Ungehorsam ist nichts anderes als Sünde. Und wir lesen in Römer 6, 23, die Konsequenz von Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Damit ist auch der ewige Tod gemeint. Ja? Das heißt, wir sehen, der Mensch ist ungehorsam gegen Gott, er ist Sünder, und deshalb gibt es diese rote Linie, weil der Mensch Sünder ist. Deshalb ist diese rote Linie da. Wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, da gibt es kein Limit. Und wir haben genau dasselbe Problem, weil wir Sünder sind. Und wenn wir uns jetzt diese Grafik anschauen mit diesem Wissen, was wir jetzt haben, warum der Mensch sterben muss, was denkt ihr, wenn ihr das seht jetzt? Und ich kann euch sagen, was die Menschen denken, die Jesus nicht haben. Weil ich habe diese Grafik nicht von Christen, ja, das ist ganz interessant. Ich habe diese Grafik gesehen auf so Internet-Communities, wo es um Life-Coachings geht und um Produktivität und um Zeitmanagement, ja, so für Selbstständige, so Sachen. Ich habe diese Grafik da gesehen und ich habe mir gedacht, krass, okay, das ist schockierend. Was denkt denn jetzt ein Mensch, der nicht Gott hat dann, wenn er das sieht? Und wisst ihr, was dann für Tipps kamen? Also es ist fast schon witzig irgendwie, aber auch traurig. Du hast so wenig Zeit und weil das so ist, leb dein Leben. Do it, ja, also mach alles so, probier alles aus. Ich habe mir gedacht, was? Reise um die Welt, ja, entdecke so viele Länder, wie du kannst, weil du hast ja nur diese Wochen.
Ne? Und starte dein Business, lerne neue Sprachen, probier alles aus, geh an deine Grenzen. Und was man dann auch immer wieder hört, ist, think positive, also denk positiv. Denk positiv. Ich gucke das an und soll positiv denken, als Mensch, der nicht Gott hat. Unglaublich, oder? Und die Feststellung, meine Feststellung ist, wenn ich das dann sehe, diese Tipps aus der Welt, wenn sie konfrontiert werden mit ihrer Sterblichkeit, meine Feststellung ist, das verdrängt nur das Problem weiter nach hinten. Ja, wenn du jung bist, dann kannst du gut reden, denk positiv und so weiter. Aber was ist, wenn du hier hinten irgendwo bist? Oder was ist, wenn du in Umständen lebst, wie heutzutage Corona? Ja, sagen wir mal, du bist im Jahr 2020 angekommen, Corona. Und vielleicht kannst du nicht mehr reisen. Vielleicht kannst du dein Leben nicht mehr, dein Lebensfundament, das Reisen und die Welt entdecken, ist auf einmal weg. Kannst du dann positiv denken? Macht dein Leben dann keinen Sinn mehr? Oder vielleicht hast du auf einmal den Job verloren oder du hast keine Firma mehr, ja? Deine Firma geht pleite. Und dann think positive, das soll die Lösung sein? Ja, es wird schon wieder. Und du merkst dann auf einmal, wenn du in dieser Zeit hier bist, in der Corona-Zeit beispielsweise, und du kannst gar nicht mehr das machen, was dich so definiert hat, wie sinnlos alles ist. Du merkst auf einmal die Nichtigkeit des Lebens. Oder stellt euch mal vor, einen Menschen, der schon etwas älter ist, der sich hier so bewegt, und in diesem Beispiel, wir gehen jetzt mal von den 80 Jahren aus, der bewegt sich weiter hinten vielleicht, der Mensch. Und vielleicht ist dieser Mensch gebrechlicher und er kann nicht mehr so viel unternehmen und vielleicht besteht der ganze Tag daraus, zu schlafen, wach zu werden, zu essen, zu schlafen, wach zu werden, zu essen. Denkt ihr wirklich, so ein Mensch tröstet es, wenn du sagst, think positive? Du hast vielleicht noch 5 Jahre zu leben, dann kommt der Tod, think positive? Wie naiv, oder? Was ist denn daran positiv? Und glauben wir wirklich, und das höre ich auch immer in der Welt, ja, wenn ich alt bin, möchte ich mich erinnern, was ich alles erreicht habe und dann ist das okay, dass ich sterbe. Glauben wir wirklich, Erinnerungen trösten uns darüber hinweg, dass der Tod vor der Tür steht? Nein, der Tod ist schrecklich. Niemals kann uns das darüber hinweg trösten. Irgendwann steht man vor dieser roten Grenze, ja? Und dann funktioniert nicht, denke positiv. Wenn du vor dem Grab von einem Verwandten stehst, dann funktioniert das nicht. Wenn du eine Diagnose hast von einer chronischen Krankheit oder so, dann funktioniert das nicht. Wenn du deine Firma verlierst und dein Haus abgeben musst und mit deinen Kindern ausziehen musst, weil du den Kredit nicht mehr zahlen kannst, dann funktioniert nicht, think positive. Sondern dann merken wir, es geht um mehr. Und Vers 10 in Psalm 90 erklärt das sehr gut. Dort steht ja, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, also diese ganzen Errungenschaften, von denen ich geredet habe, worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Gott sagt, du mühst dich ab und am Ende ist es auch noch nichtig. Und dann steht, warum es nichtig ist, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Also wir mühen uns unser ganzes Leben ab, irgendwelche Errungenschaften zu erreichen und sie sind einfach nur nichtig. Sie sind vergänglich, so wie wir vergänglich sind. Und wenn wir das nochmal an Mose anwenden, der Mose muss sich gedacht haben, alles hier in der Wüste ist nichtig. Wir ziehen umher und die Leute sterben einer nach dem anderen. Alles ist nichtig und ich will dich heute fragen, ziehst du auch ziellos durch die Wüste, durch dein Leben? Oder die zuschauen über dem Livestream, ich will dich ganz bewusst fragen, ziehst du ziellos durch die Wüste? Und lenkst du dich in Nichtigkeit ab von der Tatsache dieser roten Linie? Ja? Und mühst du dich ab mit Dingen, die dich erfüllen sollen, aber eigentlich immer leerer und leerer und leerer machen? Und das ist nicht nur bei Menschen so, die Jesus nicht haben, das kann auch bei dir sein, obwohl du schon lange, lange, lange an Jesus glaubst. Vielleicht füllst du dein Herz die ganze Zeit mit nichtigen Dingen. Und du lenkst dich ab und du verschwendest deine Zeit mit nichtigen Dingen. Du verschwendest diese kurze Zeit, die du noch hast, mit Dingen der Nichtigkeit. Bist du auch in einer dunklen Situation, so wie Mose, das Volk Israel? Wenn wir Psalm 90 lesen und wenn wir diese Grafik sehen, ja, dann muss uns bewusst sein, das Leben kann jeden Moment zu Ende sein. Und wie kostbar Zeit ist. Und dass das Leben nicht in unserer Hand liegt. Ja? Also es kann auch sein, hier sitzen vielleicht Leute im Raum, die werden nur 70, die werden nur 60, die werden nur 50. Ich weiß das nicht, Gott weiß das.
Also wir können uns da nicht sicher sein. Wir können nicht planen. Und wenn du in Ungehorsam lebst, so wie das Volk in der Wüste, dann muss dir dieses Bild hier, dann muss dir Furcht und Bange werden bei diesem Bild. Und ich spreche es direkt aus, weil ich euch liebe und weil ich nicht möchte, dass du dich in falscher Sicherheit wiegst. Wie wirst du als Mensch vor Gott stehen? Wie wirst du vor Gott bestehen können? Mit all deiner Schuld. Wir sind alle schuldbeladen. Wie kannst du ohne einen Fürsprecher bestehen? Das möchte ich dich heute fragen. Ich will, dass du dich das fragst. Weil Gott war bei seinem Volk schon so konsequent. Ja, also bei seinem Eigentumsvolk. Wir lesen das im Psalm 90 und in 3. Mose, was ich vorhin gelesen habe. Gott hat gesagt, nein, diese Grenze überschreitet ihr nicht. Wenn Gott schon bei seinem Volk so konsequent war, dann ist er das bei uns auch. Das heißt, wenn wir keine Erlösung haben und wenn wir so von dieser Welt gehen, dann muss der gerechte und heilige Gott uns richten. Er kann gar nicht anders. Auf der Welt können Richter ungerecht sein, aber Gott kann nicht ungerecht sein. Und jetzt kommt das Schöne, dieser Gott ist aber auch ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit und der Gnade. Der Gott der Bibel, kein anderer. Der Gott der Bibel. Nicht die Götter, die sich die Menschen ausdenken, die Götter, die woanders in anderen Büchern stehen. Ich rede von dem Gott der Bibel. Das ist ein Gott der Barmherzigkeit und der Gnade und der Liebe. Er will nicht, dass auch nur einer von uns verloren geht. Das lesen wir auch in seinem Wort. Er hat keinen Gefallen daran, wenn ein Mensch verloren geht. Ganz im Gegenteil. Und deshalb macht er den Weg für uns frei, obwohl wir rebellisch und ungehorsam sind und obwohl wir ihn von seinem Thron stoßen und alles andere darauf setzen. Unser Ego, unsere Sexualität, unseren Besitz, unsere Partner, unsere Kinder, wir setzen alles auf den Thron Gottes. Wir schubsen ihn runter und sagen, es interessiert uns nicht, was du sagst. So wie Adam und Eva gesagt haben, interessiert uns nicht, wir wollen selber ausprobieren. Wir wollen selber unser Ding durchziehen. Das machen wir auch. Und Gott wird selber Mensch und er nimmt unsere Sünde auf sich in Jesus Christus. Wir lesen das in Philippa, er hat sich enteignet. Überlegt euch das mal. Wir würden uns selber nicht mal enteignen für eine gute Sache. Und dabei enteignet sich Gott einfach für uns, die wir Verbrecher sind. Das ist so wunderbar. Und dieser Zorn Gottes, die Strafe für Sünde, wurde über Jesus Christus ausgegossen. Wie wunderbar. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Eine Stelle, die wie keine andere beschreibt, was da am Kreuz passiert ist. Dort steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott hat in Jesus mit uns Plätze getauscht am Kreuz. Wunderbar, oder? Preis den Herrn. Niemand auf der Welt hat so eine wunderbare Botschaft. Und deshalb ist Weihnachten so toll. Ja, weil wir wissen, Jesus ist im vollen Wissen auf diese Erde gekommen, dass das passieren wird. Dass der Zorn Gottes auf ihn ausgeschüttet wird. Und trotzdem hat das gemacht. Wunderbar, ist ein Knecht geworden, hat das für uns gemacht. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du das noch nicht getan hast, finde Zuflucht in diesem ewigen, heiligen und liebenden Gott, an den sich Mose getröstet hat. Der Gott, der vor 2000 Jahren aufschreiben lassen hat, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und der im Jahr 2020 das genauso unterschreibt. Weil er ewig ist. Er ist derselbe gestern, heute und morgen und in Ewigkeit. Und das ist so wunderbar. Und lasst uns nicht unsere Zeit verbringen wie die Kinder Israels in Ungehorsam, sondern lasst uns in Gehorsam leben. Und wenn du zu Gott gehörst, wenn du schon Jesus Christus angenommen hast, dann hast du trotzdem eine kurze Lebenszeit. Dann musst du trotzdem erkennen, dass das Leben kurz ist und dass die Zeit kostbar ist. Und das ist wichtig, dass wir das als Christen erkennen. Gott möchte, dass wir unser Leben, was er uns schenkt, dass wir das wirklich wertschätzen, wenn wir das hier sehen. Er möchte, dass uns das bewusst wird. Ja? Wir müssen nicht perfekt sein, wir können auch nicht perfekt sein. Jesus ist perfekt. Ja? Aber zumindest, dass es uns ein kleiner Gedankenanstoß ist und wir uns überlegen und öfter überlegen, was mache ich jetzt mit der Woche, die vor mir liegt. Wir haben heute Sonntag, wir können heute tatsächlich praktisch damit anfangen. Was mache ich in der nächsten Woche, die vor mir liegt? Ganz praktisch. Prüfen wir uns selbst, wie viel Zeit verschwenden wir?
Ja, und da sind wir alle schuldig, ja. Wir verschwenden alle unsere Zeit. Hobbys, ja. Hobbys sind was Wunderbares. Ich glaube, Gott hat kein Problem mit Hobbys, ja. Aber wenn wir uns so da reinsteigern, dass wir unsere Zeit damit verschwenden, müssen wir uns hinterfragen. Jeder prüfe sich selbst, ja. Zu viel arbeiten. Ich arbeite sehr gerne. Ich weiß, ich arbeite zu oft manchmal. Ne? Oder andere Sachen, Computerspiele und Fußball, was es alles gibt, ja. Also es gibt ganz viele Sachen, wo auch wir Christen unsere Zeit verschwenden. Und wenn wir das sehen, dann müssen wir eigentlich denken, oh, nein, das sollte ich nicht mehr tun. Die Frage ist, wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Im Gebet, im Wort, in der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Und wir wissen doch immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man mit Geschwistern eine richtig schöne Zeit verbracht hat, vielleicht einen Abend gemeinsam Lobpreislieder gesungen hat und Bibel gelesen hat, dann ist man danach so richtig, richtig Feuer und Flamme. Man ist so richtig aufgetankt und man denkt sich, das war ein bisschen wie im Himmel. So ein kleiner Vorschau auf den Himmel. Ich glaube, vielen von euch geht es auch so. Und ich denke mir, wir wissen das, aber trotzdem gehen wir zurück zu Dingen, die uns einfach nur Zeit stehlen. Und ich will uns ermutigen, dass wir uns das mehr vor Augen führen. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir davon reden, dass der Mensch wenig Zeit hat. Wie bewusst ist uns, dass wir gerade 5 vor 12 haben? Und damit meine ich nicht unser Leben, sondern damit meine ich diese Welt. Wir haben es gehört, wir leben in der Endzeit. Und wie bewusst ist uns, dass auch andere Menschen, die eben Jesus nicht haben, eine kurze Zeit haben? Und was mit denen passiert, wenn die Jesus nicht annehmen? Wie bewusst ist uns, dass wir unsere Zeit nutzen sollen für die Verlorenen, dass wir auf sie zugehen? Und wenn wir uns jetzt nicht trauen, dann will ich uns fragen, wann denn dann? Wie viel brauchen wir denn noch, um uns zu trauen? Nur ein bisschen, nur ein Traktat mal weitergeben, ein Gespräch mit dem Nachbarn, einfach mal trauen. Was haben wir zu verlieren? Wir haben nichts zu verlieren. Alles wird vergehen. Und wenn wir das alles betrachten, dann glaube ich, dass uns das von Grund auf ändern kann, wenn wir uns darauf einlassen. Und in Epheser 5, dort stehen drei Verse, Epheser 5 ab Vers 15, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und jetzt kommt's, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und wisst ihr, wir haben ja gelernt im Psalm 90, wie können wir weise sein? Indem wir unsere Tage zählen, indem wir uns unsere Sterblichkeit bewusst machen. Und hier steht, seid nicht unweise, wandelt nicht als Unweise. Das heißt, wir müssen uns täglich bewusst machen, jede einzelne Woche ist so wertvoll, und lasst uns sie nutzen für den Herrn. Lasst uns auf dieser verdorbenen Erde versuchen, das Beste aus unserer Zeit rauszuholen. Für den Herrn und für die Mitmenschen, für unseren Nächsten. Lasst uns Gottes Bestimmung für uns erfüllen, ja. Und lasst uns jede Gelegenheit zu Anbetung und Dienst ergreifen. Lasst uns wirklich aktiv sein. Ich wünsche mir das für uns alle. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen.